Hallo zusammen, wir sind's wieder, der Peter Stapfer und der Peter Dietzel. Und bevor wir heute unsere neuesten App vorstellen, möchten wir uns mal im Namen der Firma Dietzel bei allen bedanken, die mitgeholfen haben. Vor allen Dingen, wir sind total glücklich, dass so viele Leute das angeschaut haben und uns so viel Positives geschrieben haben zu unseren Clips. Und das ermutigt uns natürlich, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Und jetzt geht's gleich zu unserem neuen Produkt. Weiter an das neue Gerät. Das ist also der Big Max, ein einkanaliger Verstärker. Zunächst mal ist hier nichts umschaltbar. Er hat zwei Eingänge, nämlich High und Low Sensitivity. Weiter geht's mit einem Breitschalter. Sollte man bei Clean benutzen, für Pedale kann man das mal ausschalten, damit es nicht so höhenreich wird. Hier haben wir einen Gainregler, Höhenregler, Mittenregler, Bassregler, Präsenzen und Tiefenregler. Nochmal das für die Endstufe hier und ein Master. Endstufe? Endstufe haben wir 50 Watt. Wie beim Paul, dieselben Transformatoren. Hinten noch eine serielle Loop und natürlich die Lautsprecherbuchsen. Mehr ist an ihm. Oh, es dran. Ist ein Class AB. Wer seinen Hauptsound aus eher den Pedalen holt, der braucht einfach einen geilen Amp hinten dran. Clean-Kanal und dann Pedale benutzen. Ja, genau. Okay, aber Clean ist ja da nicht alles. Nee, das macht schon mehr. Aber ich mache jetzt mal. Ja, also wir sind jetzt bei Clean, oder? Ja. Der Clean, der reicht jetzt natürlich bis zum Crunch hier beim ersten Eingang, bei dem Low-Eingang. Das wäre also der Low-Eingang bis zum Ende aufgedreht. Und dann gehen wir jetzt mal gleich mit den High-Eingang mit mehr Verzerrung. Okay. Du kannst mal die Gitarre zurückdrehen. Ja. Bei diesem Gain macht er wieder noch Clean. Okay. Tja, cooles Teil. Mehr wäre eigentlich jetzt da nicht so zu sagen. Ja. Wir werden noch weitere Folgen machen, indem wir mal die Pedale davor schalten und was dafür möglich ist. Kapitel 2 quasi. Bis dahin. Bis dahin.